überraschend für ungewöhnlich. Dies war das erste Interview im Fernsehen, das Mathilde aus Belgien anlässlich ihres 50. Geburtstags gewährt hat, ein Alter, das sie am vergangenen Freitag, den 20. Januar, begangen hat. Die Frau von König Philippe von Belgien genießt die Zuneigung der Bürger, aber sie bleibt auf einer persönlicheren Ebene eine große Unbekannte, eine Verschwörung, die sie immer mit Eifer gehütet hat und die sie zu einer der hermetischsten Königinnen Europas gemacht hat. Bei ihren öffentlichen Auftritten ist sie nah und freundlich. Jetzt hat es auch einem Fernsehteam erlaubt, die Türen des Palastes zu öffnen und von der Privatsphäre ihres Hauses aus zu sprechen. Das der Journalistin Eva Peters gewährte Interview wurde am vergangenen Freitagabend auf dem flämischen Fernsehsender VTM ausgestrahlt. In einigen der im Interview gezeigten Pläne macht er bereits deutlich, welche Bedeutung seine Familie in seinem Leben hat. Mehrere Fotos mit ihren Kindern und ihrem Mann sind stolz in verschiedenen Ecken ausgestellt. Mathilde aus Belgien spricht zufrieden über sie alle, ohne zu tief in ihr Privatleben einzutauchen. Einige Themen wie der tragische Tod seiner Schwester Marie-Alix im Jahr 1997 und Fragen zu seinen Kindern, Prinzessin Elisabeth, 21, Prinz Gabriel, 19, Prinz Emmanuel, 17, und Prinzessin Eleonore, 14, seien tabu gewesen, so der Journalist verantwortlich, sie zu interviewen. Am 4. Dezember 1999 heiratete sie König Philippe. Zusammen bilden sie ein gutes Team, wie sie selbst zugibt, wir lernen immer noch viel voneinander. Wir stärken uns gegenseitig. Wir ergänzen uns wirklich. Seit Beginn ihrer Ehe versuchen sie, ihr Privat- und Familienleben vor den Medien abzuschirmen, insbesondere zum Wohle ihrer Kinder. Die Ruhe und Gelassenheit, die man im Privatleben findet, wirkt sich positiv auf das öffentliche Leben aus. Das ist mir sehr wichtig, ein geschütztes Privatleben zu haben. Auch für Kinder, sich zu entwickeln und Selbstvertrauen zu gewinnen, erklärt sie. Mathilde, die immer eine große Einfachheit an den Tag legt, gibt zu, dass sie ihren Geburtstag nicht als großen Meilenstein sieht, für den ein Feuerwerk gezündet werden muss. Seine Lebensphilosophie sucht das Glück in einfachen und alltäglichen Dingen, fernab vom Prunk des Palastes. Er gesteht, dass er gerne ins Theater und ins Kino geht. Der Kontakt mit der Natur ermöglicht es, ihnen auch, neue Energie zu tanken. Ohne Smartphone. Das ist wichtig, fügt er hinzu. Manchmal kann sie sogar für eine Weile vergessen, dass sie Königin ist, indem sie kleine Dinge tut. Einen Kaffee mit der Familie oder Freunden in einer Cafeteria trinken. Oder mit dem Hund Gassi gehen oder in einen Buchladen gehen. Sie ist die Tochter des belgischen Grafen Patrick Dudekem Dakus und der polnischen Gräfin Anna Maria Komorowska und damit eine Dame aus blauem Blut. Zusammen mit seinen vier jüngeren Geschwistern wuchs er in einem Schloss in Luxemburg auf. Er studierte Logopädie und widmete sich auch seinem Beruf. Er spricht vier Sprachen und eines seiner Hobbys ist das Klavierspielen. Sie engagiert sich seit jeher sehr für soziale oder seelische Belange.
Ihre positive Persönlichkeit hat sie zum Image einer modernen Monarchie gemacht. Die Medien seines Landes bezeichnen es inzwischen als die echte Geheimwaffe.